Euer Dorf wird angegriffen. Mein Dorf wird angegriffen. Ach, die sind da unten schon wieder zugange. Naja, aber es sind nicht so viele. Der Rohstoff in einer eurer Eisenschächte geht zur Neige. Ungünstig. Auch ungünstig. Ich glaube aber nicht, dass da genug Gedacht, angreifen. Euer Dorf wird angegriffen. Ich jetzt in der Zwischenzeit hier oben wieder. Ja, gern. Vor allem, ich bin ohne Dario und ohne Dario kann ich die nicht Wenn Gott es so vertreiben. Will. Jawohl. Jawohl. So, wenn ich da. Es ist Zeit, wieder, wenn ich da hochgehe. So gut ich kann. Klappt nicht. Geschafft. Jawohl. Das hatte ich schon gelernt, da oben Jawohl. Klappt nicht. Da Wie ist ihr ein wollt. Geschlossenes Tor. Jawohl. Ah, ist auch nicht schlecht. Dann sind wir wenigstens wieder zu fünft. Selbstverständlich. Wie weit ich hier komme, weiß ich nicht. Gar nicht weit. Jawohl. Ja, mein Gar nicht weit. Also ja, direkt darum. Wenn Gott es so will. Ein Held ist in großer Gefahr. Das sind zu viele. So, ihr könnt mir jetzt mal so ja, machen. Ja, ist gut. Aber meine Helden sind alle wieder beisammen. Ist das sicher? Schön. Natürlich. Jawohl. Hier geht das mal da hinten in die Ecke, da macht er keinen Blödsinn. Dario steht am Scheideweg und an dieser Stelle werde ich jetzt mal Winter machen. Ein Held ist in großer Gefahr. Natürlich. Neflöckchen, Weißröckchen. So. Dann kannst du mal hier Gut. mit dem Alchemisten reden. Ja. Wenn Gott es so will. Ja. Sofort. Wenn Gott es so will. Ja. So, mein Bautrupp hier oben geht mal hier hin und nichts lieber als hin. Das. Guck mal, da ist auch noch ein Siedlungsplatz. Gut. Jetzt muss ich den Pilgrim eure Arbeiter bezahlen. Auch mal hier runterschicken. Ah, ich habe euch erwartet. Letzte Nacht, da hatte ich einen Okay. Ich sah ein einstmals stolzes Volk, friedvoll und dem rechtmäßigen König treu ergeben. Dann zogen dunkle Wolken auf und der dunkle Herrscher mit seinen Horden stürmte das Land. Er trieb die Menschen tief hinein in das Tal der Verzweiflung, wo sie sich ihm Doch der Feind war zu stark, seine Übermacht zu groß. Alle wurden niedergemacht, bis auf jene wenigen, die dann in den Schluchten und Gletschern der Berge ums Leben kamen. Ja, das klingt aber ein bisschen arg düster, Junge. Dort, an jenem Ort, da die letzte Bastion gestürmt war, fiel dem dunklen Lord einer der Kristalle der Macht in die Hände. Dort, Herr, dort, in diesem dunklen Tal, dort müsst ihr ihn suchen. Lampa. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ah, Brücke ein bisschen vorbei. Okay, das sind nicht so viele, die kommen miteinander klar. Das war alles, was die zu was der so zu sagen gut ich hatte. Kann. Okay, dann sammle ich hier mal eben noch die Kiste ein. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Und dann schicke ich den Dario da hoch. Dann schicke ich den Dario da hoch, habe ja. ich gesagt. Wenn ihr jetzt bald mal genug wärt, um hier. Es ging doch um eine, oder? Es ging doch um hier Kathedrale-Dings, genau.
Ja. Okay. Wie weit ist Pilgrim? Er ist so gut wie da. Das ist super. Dem können wir hier das schon mal könnte ein bisschen lauter werden. Die Bombe in Auftrag geben. Die machen immer noch Fets da oben. Shabbat. Ein Priester tritt in eure Dienste. Einige Siedler Bombe. Haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Weiß ich. Vor allem produzieren die hier momentan nicht genug Stein. Die sind aber... Da hinten sind sie. Die sind noch zu Gange, ja, ja. Sehr gut. Und puff. Das könnte ein bisschen lauter werden. Ja, ich bin wieder zurück. Fertig. Aber gern. 500 Steine, das ist heftig. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ach, schon wieder. Zahltag. Soll er mal nur machen noch. Noch wehren sich meine Türme und die Rache kann jederzeit kommen. Fürchtet euch nicht. Euch wird nichts geschehen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Nee, du rennst jetzt nicht dahin. Feinde greifen ihn an. Die Türme sind bald durch. Euer Dorf wird angegriffen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nö, du kannst hier drüben auch nochmal einstellen. Wird erledigt. Der Feind attackiert eure Siedlung. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Weiß ich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Langsam eng. Euer Dorf steht unter Beschuss. Mal ein bisschen mehr dahin schießen. Das werden die nicht überleben. Fertig. Tja. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Weiß ich alle doch. Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Jetzt geht's. Und wieder ein Turm weg. Bald wird es wieder wärmer werden. Jetzt hauen sie mich aber platt hier. Wo ist mein Pilgrim eigentlich? Ach, der kommt gerade. Ja. Okay. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ha, die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Soweit in diesem Land überhaupt die Sonne zurückkehrt. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Lassen wir das mal lieber. So, hier sind wir bald wieder vollzählig. Dieser Wind immer. Fertig. Ausbau fertig. Ich glaube, da müssen wir erstmal das hier und... All eure Wohnhäuser sind belegt. Ach, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Steine. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja, mach ich aber auch nicht. Weiß ich nicht. Die wird doch sowieso fertig, wieder an den anderen Meister. Kollegen abgetreten. Ah. Für was soll ich mir damit Mühe machen? Oh, ehrlich. Jawohl. So, die sind ja, vollzählig. Selbstverständlich. Vollzählig angetreten. Ja, mein Herr. So gut ich kann. Warum geht ihr eigentlich nicht unten rum? Guck mal, die gehen doch auch hier unten rum. Geht doch mal jawohl. Da jawohl. Fertig.
Ihr könnt mich nicht raus. Darius wieder fit. Nein, ja. Könnt ihr nicht. Hört endlich auf damit. Dann werden wir jetzt hier mal wieder... Es gibt zu wenig Betten in die Höhle des Löwen springen. Wie weit wir kommen. Wie ihr wünscht. Ja, gern. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Attacke! Angriff! Einer eurer Helden wird angegriffen. Ich will das sehen da. Salim wurde überwältigt. Angriff! Spürt meine Klinge! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Es ist Zahltag. Auf sie! Angriff! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Der ist Feinde greifen ihn an. Ist Attacke! Am Ende. Spürt den Zorn des Herrn. Feinde haben einen Held attackiert. Ich gebe mein Bestes. Wenn und Gott so. Es so packen wir nicht. Der Turm war weg, aber... Wie ihr wünscht. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ein Held ist in großer Gefahr. Ja. Helias unterlag und ist bewusstlos. Ari liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Ach, jetzt erst. Potz, Mekka und Medina, natürlich. Mit Freuden, Sidi. So, wieder ein Turm da oben erledigt. Dann kommen da nämlich auch keine Leute mehr raus. In der Zwischenzeit haben wir die 500 Steine zusammen für diesen. Holz habe ich viel, Taler habe ich viel. Dann einer eurer Eisenschächte ist erschöpft. Ich da eigentlich mal richtig loslegen. Holz und Lehm kostet das nur, das ist gut. Na gut. Das Problem, okay. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Weiß nicht, ob hier unterwegs jetzt noch irgendwelche Leute rumhängen. Wenn ja, holen wir sie weg. Wenn nicht, wunderbar. Ich habe jetzt schon 3 Türme von denen weg. Wo ja auch immer jeweils blöde Deppen rauskommen. Also es müsste eigentlich schon eine ganze Ecke angenehmer sein als vorher. Aber gern. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ja, weiß ich. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, weiß ich. Ja, Sidi. Mit Freude. Bleib da mal stehen. Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne, auch jetzt, wo auch gerade der Weg frei ist, meine Leibeigenen da hochschicken. Es schneit. Nichts lieber als das. Okay. Denn hier unten brauche ich sie nicht mehr. Das kostet wieder 600 Stein. Forschung abgeschlossen. Das kostet wenigstens kein Stein. Das ist doch schon mal was. Das ist auch in einer Sekunde möglich. Ausbau abgeschlossen. Jawohl. So. Hier können wir auch nochmal eine Runde. Dann werde ich mir jetzt da gleich ein bisschen Militär produzieren und werde die auch hinten rumschicken und werde dann mit denen kollektiv da oben einmal einrennen. Die 600 Steine haben wir bald zusammen. Wir müssen nur noch auf die Forschung warten. Die wird aber... kommen. Die ist ja auch schon im Gang. Ach, lass Winter sein, ist mir egal. Komm. 27%, das dauert ein bisschen. Ich könnte allenfalls hier Gelehrte. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Gelehrten ein bisschen. Der Tag der Abrechnung. Steuern Schwund geben Zeit. So, ich hoffe, die kommen unbeschadet durch.
Ja, ja, ja. Es scheint sie niemand aufzuhalten. Okay. Stein haben wir genug. Die müssen fertig werden. Die sind fertig. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Jawoll. So, warten auf die Uni. Wir haben schon wieder jemanden umgebracht. Ständig bringen die Leute um hier. Das ist ein Benehmen. Nee, nee. Das ist ein Stein, aber das macht ja nichts. Ja. Stein haben wir jetzt gerade mal ausreichend. Uni fertig, bim bim. Nichts fertig, bim bim. Dann nehmen wir das halt jetzt auch mal ein. Je mehr Dorfzentren wir einnehmen, desto mehr. Achtung, jetzt kommt die Mega-Weisheit. Haben wir. Wer hätte das gedacht? Mit Freuden, Sidi. Ja, weil die doch auch alle hier nur stehen. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Können wir die hier alle umhauen? Immer wieder. Weil ich ja immer noch nicht weiß, wo die immer wieder herkommen. Zahlen ihre Steuern. Ich hab getan, was ihr wollt. Halt leider. Wissen an. Stein, immer wieder. Technologie ist erforscht. Sehr gut. Das bedeutet, wir können hier eine Kathedrale zaubern. Und in der Zwischenzeit hier mal klack, klack, klack. Eisen haben wir auch eine ganze Menge mittlerweile. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich doch nur irgendwie an Stein rankäme. Aber gern. Kann man nur die ganze Zeit so wenig Stein haben. Weil das auch alles immer Stein kostet. Klack, klack, klack. Mekka und Medina, natürlich! Die Ari rum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Der Feind attackiert eure Siedlung. Da unten? Ja, ja. Bei Mohammed. Ist klar. Es sei. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Mit Freuden, Sidi. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Ja. Feinde greifen ihn an. Lasst mich eure Wunden versorgen. Wenn ihr es für richtig haltet. Dario, ihr habt unserem Volk und mir große Dienste erwiesen. Ja, bitte gerne. Wir stehen tief in eurer Schuld. Ach, jo. Vielleicht kann ich euch noch einen wichtigen Hinweis geben, der euch eurem Schicksal näher bringen wird. Ja. Meine Tochter hat bei den Banditen ein Gespräch belauschen können. Sie hat gehört, dass Kerberos einen Teil des Orbs eures Vaters in einem schwer zugänglichen Außenposten am Rande des großen Ödlandes verwahrt. Mhm. Der Weg dorthin führt euch durch die dunklen Sümpfe. Aber der Zugang dorthin ist versperrt. Wir hatten ihn einst blockiert, um den dunklen Horden den Weg in unsere Stadt zu versperren. Verstehe ich. Wir benötigen eine Menge Schießpulver, um den Zugang wieder freizusprengen. Leider sind unsere Vorräte erschöpft. Im Westen des Landes gibt es aber ein verborgenes Bergdorf. Dort lebt ein etwas verrückter Erfinder, der mit solch explosiven Stoffen handelt. Ja, den kennen wir schon. Wenn ihr uns dort Schießpulver besorgt, sprengen meine Männer den Weg für euch frei. Das ließe sich auch noch machen, ja. Sucht den Erfinder auf und fragt ihn, ob er euch Schießpulver besorgen kann. Ihr findet ihn in einem Bergdorf im Westen.
Alles klar, alles locker leicht. Wenn ich dann mal wieder darf. Gebt Acht, Schnell euer wieder. Dorf wird angegriffen. Salim ist zu Boden gegangen. Ah, ihr seid ja auch blöd. Ich Wie ihr wollt. Wollte ja wegschicken, aber du hast mich ja dann Feinde abgelenkt. Wir haben einen Held attackiert. Wenn ihr wollt. Na gut. Ich bin schon unterwegs. Lasst mein Volk in Frieden. Feinde greifen eure Häuser an. Zahltag. Ja. Ist in Ordnung. Ausbau fertig. Ja! Betrachtet die Sache als erledigt. Ach du Der Scheiße. Feind attackiert eure Siedlung. Da steht sie schon. Betrachtet die Sache als erledigt. Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Ja, aber ordentlich. Boah, haben die viele Bogenschützen, diese Penner. Freilich. Angriff! Das gibt's doch nicht. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ich bin schon unterwegs. Ein Held ist in großer Gefahr. Wenn ihr wollt, ja. Oh, meine Herren. Wenn ihr wollt. Kein Problem. Sicher das. Geh beim Stehen und mach bitte keinen Quatsch. Danke. Ja, die Ari macht natürlich Quatsch. Die Ari macht immer Quatsch, aber gut. So, die gehört nämlich jetzt nicht mehr uns. Und damit geht das hier unten auch ganz auf. Vielleicht müssen wir hier noch einen ausbauen, aber das ist ja nicht so tragisch. So, la, 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 la. So, ach, Platz habe ich genug. Da müsste ich jetzt den Dario hinschicken.